wollte ich wieder mal ein Rezeptvideo machen. Und zwar Pfannenpizza, weil das hat mir jemand auf Ask.fm vorgeschlagen. Ich glaube, es war Ask.fm. Irgendwie so. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, es klingt scheiße, was ist das? Und dann habe ich gegoogelt und habe herausgefunden, es ist Pizza zubereitet in einer Pfanne. Warum auch immer. Und ich probiere das jetzt. Laut Beschreibung dauert es genauso lang wie im Ofen, also ich verstehe den Sinn nicht wirklich. Und ja, auf jeden Fall mache ich jetzt mal eine Pfannenpizza. Ja, also am Anfang braucht man Mehl und zwar 150 Gramm für zwei Personen, also für zwei Portionen. Wahrscheinlich esst ihr das eh alle alleine. Zwei Pizzen. Easy. Und eine Prise Salz. Und das habe ich in eine Schüssel gegeben. Wie man das so macht in der Küche. Dann kommt noch Öl rein. 1,5 Esslöffel Öl. Ich schaue immer so zu Gott hinauf, weil er mein Rezept pickt. Und mein Öl steht. Ich habe Klebermehl verwendet, universal, keine Ahnung, null Ahnung von Mehl, aber es war billig. Salz habe ich, glaube ich, Bad Ischler Salz verwendet und dies ist mein Öl. Sonny Gold. Hier habe ich einen Esslöffel und 1,5 davon kommen jetzt rein. So, dann kommt noch Germ rein. Da habe ich diesen Germ hier. Qualität aus Österreich auf jeden Fall. Aus dem 16. Bezirk. Ich habe dies beim Hofer erworben. Und zwar hat es da zwei solche Blöcke um 40 Cent oder so geben. Oh, billig. Naja, wenn man meine Katze schreien hört, sie ist hungrig, sie will Pizza. Aber sie kriegt nichts. Dies ist ein halbes Ding Germ. Das ist ein Viertel Germ. Den tue ich jetzt rein. Weil ich mache, wie gesagt, nur eine Pizza. Ich habe gerade gegessen. Ja, also ich habe jetzt da vermengt mein Mehl und mein Öl und mein Salz. Das schaut ziemlich scheiße aus. Irgendwie halt. Aber absehbar. Wenn man Öl mit Mehl mischt, kann ja nur scheiße rauskommen. Auf jeden Fall besagt das Rezept, ich solle eine Mulde machen in der Mitte meines Gemenges und dort den Germ hineinbröseln. Man sieht es nicht, aber ich brösle den Germ gerade in die Mulde meines Gemenges. Schaut so aus. Ja, und dann knetet man das irgendwie durch oder so. Halt man vermengt es. Das Gemenge wird zu einer Menge. Es ist ein sehr angenehmes Gefühl. Ich also, allein deshalb empfehle ich euch schon, diese Pizza zu machen. Damit man Mehl und Germ mischen kann. Sehr angenehm. Okay. Wenn es glaubt, es passt, dann passt es. Das sage ich jetzt so. Dann kommt Wasser dazu und zwar 70 Milliliter warmes Wasser. Es ist wichtig, dass es warm ist. Das ist mein Wasser. Und das soll man langsam dazugeben.
Ja, ich schütte langsam Wasser auf meine Mehl-Germ-Mischung. Das schaut jetzt so aus, circa. Sieht man das? Geil. Und das vermengt man wieder. Also man mischt es, also halt, man tut die Hand rein. Es ist wiederum sehr angenehm. Mit keinem Gefühl der Welt zu vergleichen. Wenn man das Gefühl hat, man hat die Dinge gut vermischt und es ist aus zwei einem geworden, dann hat man das eine, was man will, und zwar den Pizzateig. Und der geht sehr schwer von den Händen runter. Aber es schaut in etwa so aus bei mir. Sieht man das? Perfekt. Und dann kommt das Schwierigste im ganzen Rezept. Und zwar muss man diesen Teig jetzt ruhen lassen für 20 Minuten an einem warmen, hellen Ort. Und ich will nicht. Ich will jetzt nicht noch 20 Minuten warten, bis der Teig fertig ist, ehrlich gesagt. Aber ich befürchte, es führt kein Weg daran vorbei. Kann sein, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Ich krieg den Teig wohl nicht von meinen Händen runter. Schatz. Ich habe jetzt 20 Minuten gewartet auf meinen Pizzateig, was an sich schon sehr hart war. Ich bin außerdem drauf gekommen, dass ich wahrscheinlich ein bisschen zu wenig Mehl reingetan habe, deshalb war es so pickert. Also tut's genug Mehl rein, dann pickt er nicht auf euren Händen und dann könnt ihr ihn schön formen. Und ich habe meinen Pizzateig geformt. So, das ist meine Pizza. Das Schöne daran ist, dass man es so dünn machen kann, wie man will. Und auch in beliebigen Formen. Also man kann es zum Beispiel in Herzform oder in Katzenform oder in Penisform machen, wie man will. Und dann macht man das in eine Pfanne. Ich habe eine Pfanne. Da habe ich Öl reingetan, sonst brennt es an. Und den Pizzateig sollte man, glaube ich, noch irgendwie mehlen oder so, damit es nicht anpickt. Keine Ahnung. Und dann tue ich das in die Pfanne. Hört ihr es? Da brutzelt die Pizza. Dann wartet man 7 Minuten und am besten man tut einen Deckel auf die Pfanne. Das mache ich nicht, weil mein Deckel ist zu klein für meine Pfanne. Obwohl, es geht sich aus. Es geht sich irgendwie aus. Okay, ich mache es mit Deckel. Und das soll man auf niedriger Hitze machen und 7 Minuten warten. Und nach 7 Minuten dreht man es um. Und dann tut man den Belag drauf. Und dann lasst man es wieder 7 Minuten. 7 Minuten sind vergangen. Und nun wende ich die Pizza in der Pfanne. Geil. Irgendwie ein bisschen verbrennt. Aber YOLO, würde ich sagen. Nun kommt der Belag drauf. Und zwar so Tomatensache und dann Käse am besten. Käse ist immer gut. Ich habe Tomatensache Sugo genommen. Es gibt auch so Tomatenmark-Sache. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich nehme Sugo. Sugo Basilico. Weil es war das Billigste. Und dies werde ich verteilen auf meiner Pizza. Schaut's zu. Wunderschön. Wunderschön. Bin sehr begeistert. Als nächstes mache ich Käse drauf. Ich bin
bin Käseliebhaberin und deshalb habe ich einen Käseaufschnitt von Milfina, vom Hofer. Und da sind verschiedene Käsesorten drinnen. Eine Scheibe deutscher Emmentaler, zwei Scheiben Tilsiter und vier Scheiben Edamer. Und ich habe leider schon die Scheibe deutscher Emmentaler und Tilsiter gegessen. Deshalb nur noch der Edamer über. Aber es ist trotzdem gut. Und das ist natürlich laktosefrei, weil Hartkäse ist fast immer laktosefrei. Finde ich gut. Und dann reiße ich den Käse und lege ihn sanft auf die Pizza. So wie man das macht. Ihr könnt so viel Käse drauf tun, wie ihr wollt. Ihr müsst auch keinen Käse drauf tun. Ohne Käse wäre es, glaube ich, sogar vegan. Aber, ja. Wie gesagt, Käse. Ist gut. Käse, Gouda. Gouda von Milfina. Gouda leicht, weil den Gouda normal hat es nicht mehr gegeben. Und den werde ich auch auf der Pizza platzieren. So, zack. Verbrennt euch nicht. Pfannen sind heiß, wenn Feuer drunter ist. Übrigens, der New Lifestyle. Mein Cheese ist New Lifestyle. Ja, so schaut's aus. Und man kann auch Tomaten hinzufügen. Ich werde mir zwei Cherry-Tomaten gönnen. Nun sieht meine Pizza so aus. Und wir werden nun, ich werde, für weitere 7 Minuten den Deckel drauf tun. Der jetzt nicht mehr so gut passt. Aber ihr habt da sicher mehr Talent im richtigen Deckel für Pfannen finden. Ma. Eine Metapher fürs Leben. Während ich warte, diese 7 Minuten, werde ich euch erzählen, was ihr alles auf eurer Pizza tun könnt. Weil vielleicht habt ihr ja nicht so viel Fantasie wie ich. Oder ihr wollt nicht drüber nachdenken oder etc. Schinken. Jede Art von Käse, zum Beispiel. Gouda, Emmentaler, Bergbaron, Brie, Schmelzkäse, Parmesan, etc. Paprika, Peperoni, Salami, Ketchup, Mayonnaise, Senf, Brot, Ananas, Gemüse wie Brokkoli oder Kartoffeln, Kidneybohnen könnt ihr auch drauf tun. Ihr könnt so Chili con Carne drauf tun. Ihr könnt Rindfleisch drauf tun. Schweinefleisch, Hühnerfleisch, Dönerfleisch. Ihr könnt auch so Spaghetti Bolognese Sauce drauf tun statt der Tomatensauce. Ihr könnt Sauce Hollandaise drauf tun statt der Tomatensauce. Und ihr könnt Pommes drauf tun, wenn ihr wollt. Und viele weitere Kombinationsmöglichkeiten sind vorhanden. Wie es wollt, googelt es. Ich habe fertig gemacht Pizza. Und zwar schaut es so aus. Eine kleine Pizza. Schmeckt wahrscheinlich super gut. Und wahrscheinlich empfehle ich es euch allen Also ja, ist eh wurscht eigentlich, ob ich es empfehle. Ihr könnt es einfach machen. Macht es. Lebt euer eigenes Leben. Bildet eure eigenen Meinungen. Und so weiter. Ja, auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Vielleicht macht es ja demnächst. Euren Liebsten, Familie, Freunde etc. Zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Sagt es euren Freunden, vielleicht machen sie auch mal Pfannenpizza für euch. Das wäre sehr gut eigentlich für euch. Und ja,
schaut euch meine anderen Videos an, da geht es eigentlich nie um Pizza, aber vielleicht interessiert es euch ja trotzdem. Ja, genau. Baba.